Historische Gemäuer und ihre Handwerker, das ist Thema der aktuellen Ausgabe von HWK TV, in der es um den ehemaligen Bahnhof von Montabaur und die weltberühmte Burg Elz geht. Im Wartesaal des Montabaurer Bahnhofs ist der Zug für die Fahrkartenausgabe schon vor Jahren abgefahren. Wo früher rustikale Holzbänke Reisenden Platz boten, stapelt sich heute Holzscheite im Ausstellungsraum der Quedlich-Feuerkultur. Ofenbauermeister Oliver Quedlich präsentiert hier nicht nur Öfen, sondern bietet ganze Wohnraumkonzepte, denn... Ich habe immer mehr gemerkt, wenn ich in bewohnte Häuser komme, was den Menschen oftmals ins Konzept fehlt. Wie baue ich jetzt mein Wohnzimmer um? Sie möchten einen neuen Ofen haben. Und ich war schon immer so, dass ich es komplett betrachtet habe. Also nicht nur den Ofen an sich, sondern die gesamte Wohnraumsituation. Und es wird immer wieder gefragt, wie können wir dies und jenes machen. Und daher kam dann die Idee zu sagen, wir machen ein komplettes Wohnraumkonzept. Wir werden eine Innenarchitektin beschäftigen, die das dann komplett macht. Die wird dann von uns, von den Partnern quasi bezahlt. Und der Kunde hat einfach die Sicherheit, dass das, was er investiert, gut angelegt ist. Nicht teuer, sondern einfach mit der nötigen Finesse und dem Gesamtkonzept Raum, sodass der Raum in sich wirkt. Denn egal wie groß Räume sind und mit welchem Grundschnitt sie den Handwerkern um Oliver Quedlich in die Hände fallen, aus allem lässt sich ein Optimum herausholen. Der Bahnhof ist dafür ein Musterbeispiel, denn er bietet architektonische Vorgaben wie Stahlträger, die man hier nicht beseitigte, sondern in die Innenraumgestaltung integrierte. So strahlt jeder Raum, jeder Bereich sein eigenes Ambiente aus. Von Bahnhofsatmosphäre keine Spur mehr. Und das nach nur wenigen Monaten Umbauzeit. Ein Gemeinschaftswerk, damals wie heute. Ganz am Anfang, das war Oktober 2010, hatte ich den Mietvertrag unterschrieben. Dann habe ich Kooperationspartner gesucht, die einfach sich hiermit beteiligen und habe die auch gefunden in verschiedenen Firmen. Also die Böden mitgemacht haben, die Wandgestaltungen, Bodenart ist mit dabei. Wir haben einen Kölner Maler, der die ganzen Wände gemacht hat. Wir haben einen Schreiner aus Ransbach, der Herr Dahlem, der die Möbel gemacht hat und viele andere noch mehr. Und die haben sich alle hier dran beteiligt. So bietet das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz bei der Wohnraumgestaltung. Von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung in Zusammenarbeit mit mehreren Gewerken. Oliver Quedlich und seinen Mitarbeitern fällt dabei selbstverständlich der Ofenbau zu. Dabei sind die Möglichkeiten heute fast grenzenlos. Materialvielfalt und Größe, Heizleistung und Design richten sich ganz nach den Vorgaben, die der Kunde und seine Räumlichkeiten mit sich bringen. Vor Ort wird dann der Ofen in handwerklicher Arbeit gefertigt. Bei der Kombination des Brennraums und dem Erscheinungsbild des Wärmespenders hilft den Kunden im Vorfeld der Montage Quedlichs Ausstellungsraum, denn auch hier gilt, dem Variationsreichtum sind heute kaum Grenzen gesetzt. So sieht kein Ofen wie der andere aus und jede Baustelle stellt eine individuelle Herausforderung für die Handwerker dar. Das gilt auch und in besonderem Maße für diesen Einsatzort, die weltberühmte Burg Elz. Aktuell ein Fall für das Handwerk, darunter auch Gerüstbauer. Nun, wir wussten, dass ein Gerüst hier speziell wegen der sehr steilen Dächer hochkompliziert sein würde. Und wir wussten, dass es sehr lange brauchen würde. Es war aber mit allen anderen Gewerken auch so. Nichts ist hier 0815. Alles, was hier passiert, ist überraschend. Hinter jeder Wand läuft man Gefahr, dass dann sich ein romanisches Fenster verbirgt oder so etwas Ähnliches, was uns tatsächlich mehrfach passierte während der Renovierung. Nun, die Handwerker haben die Burg Elz nach 150 Jahren das erste Mal wirklich rundum umfassend saniert. Das war die Statik, die wir machen mussten, die war gefährdet. Es waren die Dächer, die kaputt waren. Es war die meiste Holzfachwerk und das Dachgestühl, das stark überholungsbedürftig war. Es war Malereiarbeit und vieles andere mehr. Und es haben viele Dutzende von Handwerker eine ganz exzeptionelle Leistung vollbracht. In schwierigen Bedingungen, in einem besonders anspruchsvollen Haus, zusammen mit einem Führungsbetrieb, mit manchmal 1.000, 2.000, 3.000 Leuten am Tag. Und das so, dass die Besucher trotzdem zufrieden und froh waren. So tauchten Besucher in die Geschichte des weltberühmten Bauwerks ein, während zeitgleich Handwerker für dessen Erhalt sorgten. Für die Gerüstbauer ging es dabei ganz nach oben. Ein Auftrag mit speziellen Herausforderungen, den mit Gerüstbau Schmied ein Handwerksbetrieb aus Kattenes an der Mosel und damit aus der Nachbarschaft übernahm. Die Lage des Bauwerks, Untergrund, Fassade und fortlaufender Besucherbetrieb mussten gemeistert werden, was tadellos gelang. Und so stimmte der Hausherr auch der Bitte des Handwerks zu, die Wirtschaftsmacht von nebenan plakativ dort weithin erstrahlen zu lassen, wo das Handwerk im Einsatz war.
Mit seinen Handwerkern war der Hausherr hochzufrieden und stellte dem deutschen Qualitätssystem Meisterbrief Bestnoten aus. Das spricht ganz bestimmt für die außerordentliche Qualität, die das deutsche Handwerk bedeutet. Es spricht aber auch für die Qualität, die unsere Handwerker hier in der Region haben. Und wir sind froh, dass wir für die meisten wichtigen Gewerke Handwerker aus der Region gefunden haben. Obwohl eine ganze Anzahl Gewerke durchaus deutschlandweit ausgeschrieben werden mussten. So darf der Kampagnenslogan „Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan" hier wörtlich genommen werden. Meisterbetriebe haben der Zukunft des weltberühmten Bauwerks den Weg gebahnt.